Thank you very much. Es kommt jetzt als nächstes Berenice Bülow, Vorstand des Republikanischen Anwaltinnen- und Anwältevereins und Mitinitiatoren des Bündnisses und Teilbar. Ihr habt ein paar mehr Menschen zusammengebracht, aber die Zukunft fürs nächste Jahr wurde ja schon mitgeteilt. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Wir sind als Anwältinnen und Anwälte des Republikanischen Anwältinnenvereins sehr stolz, dass wir gefragt worden sind, hier sprechen zu dürfen. Nur weil der Name vielleicht nicht allen bekannt ist und etwas irritierend klingt, Republikaner bezieht sich auf die Bürgerinnenrechte, hat also nichts mit rechtsgerichteten Parteien zu tun, ganz im Gegenteil. Ich kann mich den Aussagen meiner Vorrednerinnen und Vorredner natürlich voll anschließen. Ich möchte den Fokus vielleicht nur auf einen anderen Punkt richten. Als Anwältinnen und Anwälte sind wir es ja gewöhnt, mit dem Recht zu agieren und mit dem Recht für die Rechte unserer Mandantinnen und Mandanten zu kämpfen. Und da müssen wir leider feststellen, dass, und das geht natürlich auch quer durch die Parteien, die Rechte der Sinti und Roma und vor allem die Rechte der Roma systematisch missachtet werden. Tatsächlich finden wir in Rechtstexten Formulierungen, die nach der Herkunft diskriminieren. Das bedeutet ganz konkret, ein Jugendlicher, der zu uns gekommen ist und eine Ausbildung machen möchte, darf es nicht, weil er aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommt. Das betrifft faktisch ganz viele Roma. Sein Klassenkamerad, der vielleicht aus Syrien oder Irak oder sonst was kommt, die wohnen alle gemeinsam in der gleichen WG, darf die Ausbildung machen. Das sind Voraussetzungen, die wir direkt in den Rechtstexten finden. Und die Entwicklung zeigt leider im Augenblick, dass es immer schlimmer wird und ein weiterer Rechteabbau stattfindet. Gleichzeitig, und da kann ich mich auf das beziehen, was Herr Attermann hier gesagt hat, heißt das auf keinen Fall, dass wir irgendwie zurückschreiten, sondern ganz im Gegenteil. Es heißt, dass wir nur meiner Meinung nach und unserer Meinung nach noch viel radikalere Positionen formulieren müssen. Es gilt, die Gleichheit aller Menschen durchzusetzen. Und solange nicht jeder Roma, jede Roma das volle gleiche Recht hat wie alle anderen Menschen auch, haben wir das noch nicht erreicht. Und diesen Kampf gilt es fortzuführen. Und es sind nicht so viele hier heute, aber ich sehe, dass es sehr, sehr entschlossene Menschen sind. Und das kann ich tatsächlich aus der Unteilbar-Erfahrung sagen. Es kann sehr, sehr schnell gehen, dass wir viel, viel mehr sind. Und ich glaube, wir müssen einfach alle zusammenstehen. Entweder gelten die Rechte für alle und die Gleichheit gilt für alle, oder sie gilt eben gar nicht. Vielen Dank.